Wow, wieso ballern die hier? Was zur Hölle? Und von wo? Ach da. Ja, meine Mafia 2 Skills, da kannst du nichts gegen ausrichten. Ach, wir haben wieder keinen Platz für Gegenstände. Schießt er einfach auf uns drauf, während wir hier die Aussicht genießen wollen. Gibt's ja nicht. Keine Manieren hier, die Feindseligen von heute. Gibt's ja nicht. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, es hackt. So. Jetzt hier ein bisschen durch den Fluss warten. Schöne Szenerie übrigens. Finde ich gar nicht so hässlich. Und warum kann ich hier unsere Waffe nicht ziehen? Ach da, hier, da ist die Black Rock. Ich sehe schon das Schiff. Ja, Leute, wir gehen jetzt zu einem Schiff hier auf der Insel. Ja, ihr habt richtig gehört. Da braucht ihr nichts hier. Hier liegt sogar der Anker noch. Sehr schön. Und hier, ein Schiff mitten auf der Insel. Fragt nicht, wie es darauf gekommen ist. Ihr werdet es nicht erfahren, außer ihr schaut Lost. Denn da wird's gezeigt. Und nur da. Ich verrate gar nichts. Denn die Folge ist super geil, wieder mal. Also, in der gezeigt wird, wie das Schiff hier auf die Insel kommt. Das ist einfach nur episch. Ich hoffe, hier drin passiert jetzt nichts Komisches, nichts Angsterfüllendes. Und ich habe den Verdacht, es passiert doch was. Irgendwie bewegt man sich hier drin ganz komisch. Ich will hier nicht Rousseau begegnen oder so. Da. Ah, da wollte ich auch hin. Jetzt ist friedliche Musik. Jetzt fühle ich mich auch wieder positiv berührt. Und schon ist sie wieder vorbei. Dankeschön. Dynamit untersuchen. Dynamit vom schwarzen Felsen. Es macht keinen sehr stabilen Eindruck. Ich sollte es mit Vorsicht behandeln. Man kann bestimmt hier auch in die Luft fliegen oder so. Ein Skelett. Das Schiff scheint schon lange hier zu liegen. Vielleicht ist es ein Foto wert. Ganz sicher sogar, wenn du das sagst. Der Ausschnitt stimmt nicht. Der Ausschnitt stimmt nicht. Er knipst, er punktet. Sehr schön. Haben wir gleich neues Extra-File geschaltet. Ein neues Foto, was keiner sehen will. Aber, naja, es geht einfach nur ums Extra-Freischalten. Das ist doch auch schon mal was wert. No, wow. Fuck. Warum wackelt denn? Ach, das Dynamit, das müssen wir wirklich vorsichtig behandeln. Ich dachte, das war jetzt nur so ein Spruch. Das wird ja lustig, glaube ich. Ich habe irgendwie das Bedürfnis auszuprobieren, was passiert, wenn wir die ganze Zeit rennen. Aber ich lasse es mal lieber. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Weg lang gehen, oder? Das ist ja langweilig. Jetzt muss ich mir irgendwie einen Kommentar ausdenken. Einen schlauen Kommentar. Naja, worüber könnten wir denn reden? Zum Beispiel darüber, dass wir zum Zielen Steuerung drücken können. Aber das kennen wir ja schon. Und ich schieße jetzt bestimmt nicht mit, während ich Dynamit hinten drin habe. Dann laufe ich lieber und hoffe, dass das Dynamit nicht explodiert, glaube ich. Aber darauf kam ich ja eben gar nicht klar. Schießt der eine uns plötzlich an und dann ist alles rot. Dann sehe ich plötzlich rot. Da wollten wir nur die schöne... Dabei wollten wir nur die schöne Aussicht hier bewundern. Nichts darf man mehr heutzutage. Ungestraft. Erst Smokey und dann bekommen wir noch ein paar irgendwie einen Körper geknallt. Ja, normalerweise, Elliot, ne, wenn ich dich nicht steuern würde, wärst du schon tot, ne? Gut, du warst jetzt auch ein paar Mal tot, aber weil ich dich steuere, darfst du mehrmals leben. Ist auch schön. Haha, Moment. Moment, das sah ja lustig aus. Moment, Kinders. Schaut mal da hinten. Das sieht da wie draufgepappt aus. Auch da oben. Nein, wie scheiße das aussieht. Ist ja süß. Das sieht ja kacke aus. Warum muss ich denn... Da muss ich jetzt nochmal durch. Mit Dynamit. Das ist nicht deren Ernst. Das ist auch nicht lustig. Sonst kann ich dann immer überspringen. Aber jede Dynamitstange ist äußerst instabil. Wenn sie damit laufen, enden sie womöglich wie Arzt. In winzigen kleinen Stückchen. Arzt ist übrigens nicht mehr mit dem Dynamit gelaufen. Er hat es nur angefasst.
Nein. Ich dachte, Smokey ist vielleicht gerade woanders, aber scheinbar ist er ganz schön in der Nähe. Wo ist er denn? Da. Hau bloß ab, du blöder Rauch, ey. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf dich. Schnell raus. Schnell wieder rein. Er hat schon die Rasseln spielen lassen wieder. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Kacke. Ich glaube, bei der Frucht da irgendwo, da müsste eigentlich was gewesen sein. Hilfe. Und jetzt sind wir sogar noch mit Handicap wegen unserem... Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir laufen dürfen. Wo ist die nächste Dingens? Nächste Flagge. Ich suche gerade verzweifelt danach. Wenn ihr was seht, sagt Bescheid. Es ist aber dann wohl doch wieder zu spät. Ja, hier. Ach, da. Ich sehe sogar. Hier, da könnt ihr gucken. Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. Ich hab ihn gesehen. Smokey, ey, verpiss dich. Ich will dich nicht hier haben. Ich seh dich doch. Warum musst du da sein, wo ich gerade bin? Kannst du nicht irgendwelche anderen Inselbewohner bitte ärgern und nerven und zerreißen und töten? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ist doch nicht normal. Wo bist du? Ich höre dich viel zu laut. Da gehe ich nicht raus. Ja, jetzt sei leise. Ich traue mich gerade mal. Nein, falsche Richtung. Oder? Nein, ich wollte doch gar nicht rein, Mann. Ah. Das war richtig. Oder? Fuck, jetzt habe ich voll die Übersicht verloren. Und der Kompass spielt sowas von verrückt, das ist nicht normal. Ich gehe jetzt einfach. Oh, ich will doch da gar nicht rein. So, ich muss noch mal gucken, wo die blöde Flagge ist, ey. Da. Da müssen wir gleich hin, hoffe ich doch. Ich hasse dieses Vieh, Mann. Und das streckt jetzt diese Folge so permanent. Ich habe doch jetzt schon wieder voll krank lange aufgenommen. Das ist doch nicht normal. Verpiss dich. Geh weg. Nicht neben mir. Das ist doch eklig. Ich mag dich nicht, Smokey. Was hat denn da gerade so rumort? Ich bin jetzt ganz woanders lang gegangen, weil ich einfach nur weiter wollte. Da liegen Dosen. Schön. Aber wo ist Smokey? Smokey. Fuck. Wo bist du? Da gehen wir als nächstes hin, weil da sicher ist. Smokey. Da ist eine Flagge. Ich gehe jetzt einfach weiter. Wow. Krass. Ich habe nur ein bisschen angetippt hier. Wow. Geschafft, ey. Darauf trinke ich mir erstmal ein. Wo hat denn diese blöde schwarze Dingens hingezeigt? Dieses eklige Vieh, ey. Geh bloß weg. Hau ab. Du kommst hier nicht rein. Geh. Ich mag schwarzen Rauch ab heute nicht mehr. In der Serie fand ich dich ganz sympathisch, aber nicht mehr, seitdem du mich so nervst, ey. Und ich gehe, glaube ich, voll falsch, aber egal.
müssen wir denn da lang? Das Spiel weiß schon, dass ich weg will, ne? Ja, das war eine gute Entscheidung, hier reinzugehen. Fuck. So, da wollen wir als nächstes hin. Ganz schnell. Warum denn da lang? Da will ich nicht hin. Was zur Hölle? Was macht denn das Spiel mit mir? Es gibt mir völlig falsche Hinweise. Warum? Uah. Oh, das ist ja absolute Kacke hier. So, also ich folge einfach mal den Spielhinweisen. Jetzt aber tatsächlich. Hoffentlich führen die mich irgendwo richtig hin. So, ich soll dahin, also gehe ich dahin. Smokey haut wieder ab, ey. Boah. Ey, das Spiel ist so abartig schon wieder zu mir. Ja, jetzt ja langweilig. Warum hast du denn jetzt schon wieder Herzrasen? Jetzt kann er dir... Boah, der kommt hier mal rein, ey. Hau bloß ab, du blödes Vieh. Ich würde auch mal gerne wissen, was du eigentlich sein sollst. Das wird in der Serie nämlich nicht erklärt. Du bist einfach nur schwarzer Rauch und das war's. Du bist langweilig. Oh Gott, jetzt habe ich ihn verärgert. Ich gehe einfach weiter. Warum denn jetzt in die Richtung? Ich folge einfach mal dem Spiel. Schickt mich zwar wieder vollkommen woanders hin. Ach, ist sogar richtig, glaube ich. Hoffe ich. Ich bin jetzt wieder richtig, oder? Bitte, 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 bitte. Auf jeden Fall wird die Schwanstation angezeigt. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Meine Fresse, ey. Kinders. Warum ist es fast schon wieder 7 Uhr? Ich habe jetzt hier nicht so lange aufgenommen, oder? Ist doch nicht normal. Ich wollte doch noch ein bisschen Wolfenhain spielen. Aber mein Mund wird schon wieder komisch faserig trocken. Also scheint da wohl irgendwas dran zu sein. Folge deinem Kompass. Nein, wir sprengen jetzt schön eine Wand. Und jetzt können wir glücklicherweise ganz in Ruhe dahin laufen, außer uns hält jetzt plötzlich wieder jemand auf. Wahrscheinlich stürzt sich gleich Jack auf uns und sprengt sich mit uns in die Luft. Was ich sehr sympathisch fände. Dafür könnte sich der Elliot ruhig mal aufopfern. Da hätte ich fast nichts gegen. Das wäre ein guter Tod. Weil dann hätten wir gleich mal den Jack mit vernichtet. Nicht, dass ich irgendwelche Mordgelüste gegen ihn hegen würde. Das sollte man mir hier nicht unterstellen. Auf keinen Fall, niemals nie, nein, nein. Oh, jetzt sind wir nass geworden. Ganz feucht sind wir jetzt. Na, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Aber wahrscheinlich sollen wir mit dem Dynamit noch ein bisschen durch die Gegend rennen. Zum Zielen. Warum können wir hier zielen? Das wundert mich gerade. Warum wird es uns hier angezeigt? Nachladen. Ey, das ist, sieht so billig aus irgendwie. Wie vor 20.000... Nein, vor 20 Jahren die Spiele irgendwie. Nein, da sahen sie ja nicht so aus. Dynamit anbringen. Dem Dynamit würde eine Kugel... Ach, deswegen können wir hier abfeuern. Das ist ja sehr schön. Dann gehen wir erstmal in sichere Entfernung. Denn wir sind ja ein guter Schütze. Yeah. Was? Nein. Beseitige die magnetischen Interferenzen. Ich muss für kurze Zeit die magnetischen Interferenzen beseitigen, damit mein Kompass sich ausrichten kann. Ja, wahrscheinlich muss ich wieder ein paar Relais-Rätsel lösen, oder so wie ich das Spiel kenne. Das würde dem... Da wetten, wir müssen Relais-Rätsel lösen? Ich glaube es fast. Das würde sowas von zum Spiel passen. Was zur Hölle? Wie sieht das denn aus?
In der Serie sieht man übrigens nicht, was sich hinter dieser Magnetwand verbirgt. Da wollte der Said ein Erfolg wollte er das irgendwie untersuchen, aber er hat halt diese Tür nicht gefunden, die der gute Elliot so einfach mal eben unterm Wasserfall gefunden hat. Die wir übrigens ohne Karte gefunden haben, nur durch unsere Spürnase. Weil wir so unglaublich clever sind. Oh la la, das sieht ja hier aus. Ich würde ja nicht in so einen Raum gehen, da muss hier die Zahnfüllung ja noch 10.000 Mal Dollar wehtun. Als ohne Wand dazwischen. So, was können wir denn hier vielleicht fotografieren oder so? Wahrscheinlich nichts, oder? Das sieht ja hier auch alles taufrisch aus. Wenn mein Rechner so aussieht, würde ich ihn mal echt abstauben oder so. Abstauben. Naja, richtig. Naja, ich meine abstauben im Sinne vom Staub wegmachen, nicht irgendwie. Ach, und ein Computer funktioniert hier noch. Das ist ja süß. Ach, Computer untersuchen. Ein alter Computer aus den 80ern. Er läuft noch. Er ist nie aus gewesen. Unterbrechung. Ausnahme von Dharma Initiative Psychologie Abteilung Fortschrittstest 12 von 42. Bitte so schnell wie möglich antworten. Namaste. Weiter mit Execute. Nein, wieder ein IQ-Test. Schaffen wir das? 26. Also minus. Nein, Quatsch. Doch, minus 9 plus 3, minus 9 plus 3, minus 9 plus 3. Ach, das ist ja alles billig. Kann ja ein Achtjähriger lösen. Wegen der 8 jetzt. Z, Y, X, Uf, verdammt, ich kann das Alphabet nicht rückwärts. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, T, U, V, W, X, Y, Z. Also immer ein Buchstabe dazwischen dann. R, S, T, also R. Kann einer von euch das Alphabet so schnell rückwärts aufsagen wie vorwärts? Also ich kann es nicht, ich habe es nie gelernt. Egal. IQ-Test 3 von 3, richtige Reihenfolge eingeben. Tor verhält sich zu Rot wie 394 zu 439, würde ich sagen. Na Quatsch, was gebe ich denn ein? Ja, genau. Was wollte ich denn hier eingeben? Das war ja jetzt fast dumm. Ende des Tests. Danke für die Teilnahme an Test 12 von 42. Würde die anderen auch noch gerne machen. Aber wir drücken Execute, um die Sitzung fortzusetzen. Ping senden. Ja, da mache ich hier mal einen Ping. Den Ping würde ich mal gerne senden. Mal gucken, was zurückkommt. Ein Pong. Nein. Wie dumm, ey. Aufs Ping folgt das Pong. Ich wollte gerade einen schlechten Witz darüber reißen, dann macht das Spiel das tatsächlich selber. Ich glaub's nicht. Genauso wie mit dem Heuballen da in der letzten Wolfenheim-Folge. Stationsstatus. Station einsatzbereit, Team einsatzbereit, Kommunikation einsatzbereit, Prüfung okay. Naja, ob das Team einsatzbereit ist, nachdem wir da die Türen verschlossen haben, will ich ja fast irgendwie in Zweifel stellen. Aber wir neutralisieren mal den Reaktor. Ich weiß zwar nicht, was das zu bedeuten hat, aber wir machen es einfach mal, weil wir es können. Und weil das das Einzige ist, was wir noch machen können hier. Ja, ist bestimmt richtig. Das hat sich der gute Elliot hat sich auch gedacht. Machen wir einfach mal. Da würde ich jetzt schnell meinem Kompass folgen. Was kommt denn da? Eine Nachricht für den guten Elliot? Elliot Meslow, wir wissen, was du getan hast und wir finden dich. Was zur Hölle? Kinders, das ist ja jetzt ziemlich. Jetzt ist die Episode vorbei. Aber das war ja jetzt fast spannend. Wer hat uns da geantwortet am Computer? In der Serie gibt es übrigens eine ähnliche Sequenz, also dass auf dem Computer plötzlich etwas steht. Und das ist nämlich, nachdem der Michael am Computer sitzt, nachdem er seinen Sohn verloren hatte. Nein, das wollen wir uns ja jetzt nicht alles nochmal angucken, oder? Okay, wir gucken es uns noch einmal an. Auch wenn wir es gerade erst gesehen haben, also ich zumindest, sind wahrscheinlich wieder drei, vier Parts. Aber gut, da muss ich wieder ein bisschen was nicht aufnehmen. Haha. Via Domus. Das ist Latein. Das bedeutet Heimweg. Wie immer die alten Sachen ausgegraben werden. Ja, wir wissen, was du getan hast. War richtig. Habe ich richtig übersetzt? Ich bin ein schlauer Fuchs.
Aber nein, das machen wir beim nächsten Mal. Und ich sag es noch einmal. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ach, hab ich noch gar nicht gesagt. Also, aber dann sage ich es jetzt. Bis demnächst, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, LentiLP. Over and out. Nein, das war geklaut. Tschüss.